Hallo an das Kollektiv der Löwen. Hier ist Julia Aurelia jetzt mit deiner Legung für den November, falls du den Löwen im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Wir schauen uns jetzt mal allgemein die stärksten Energien für dich im November an. Schauen uns, aus welcher Energie du kommst, was deine größte Herausforderung ist. Schauen uns an, was der Tipp ist und wie sich die Situation entwickelt. Zusätzlich dazu gucken wir uns an, was die Energie ist, mit der du jetzt noch nicht rechnest. Also, was kommt auf dich zu, womit du gerade noch nicht rechnest? Das Ganze mache ich mit dem Seelenreisetarot, gehe dann mit dem Golden Art Nouveau Tarot rein und ziehe auch noch eine Karte aus dem Orakel der Krafttiere von Colette Baron Reid. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mal. Aus welcher Energie kommt das Kollektiv der Löwen und all diejenigen, die den Löwen im Sonnenzeichen, im Mond, Aszendenten oder der Venus haben? Was ist die Hauptenergie im November für das Kollektiv der Löwen? Was ist die Hauptenergie im November für das Kollektiv der Löwen? Was ist die größte Herausforderung im Kollektiv der Löwen? Was ist die größte Herausforderung? Was ist der Tipp für die Löwen im November? Was ist der Tipp für die Löwen im November? Und wie entwickelt sich die Situation weiter? Wie entwickelt sich die Situation weiter für die Löwen? Da haben wir jetzt eine Karte am unteren Kartenrand, die wir uns gleich anschauen. Ich packe die Karte einmal zur Seite oder den Stapel und ziehe nochmal eine Karte mit dem Krafttier-Orakel. Welches Krafttier unterstützt die Löwen im November und welche Botschaft hat es für die Löwen? Okay, so, machen wir ein bisschen Platz hier. So. Fangen wir an. Was siehst du nicht kommen? Okay, da haben wir die Sechs der Münzen. Die Sechs der Münzen ist eine Karte von einem Ausgleich, das Geben und Nehmen im Gleichgewicht. Die Sache ist die, mit dieser Karte ist immer die Frage, auf welcher Seite bist du? Also bist du jetzt in der Lage, jemandem etwas zu geben und damit die Balance von Geben und Nehmen ins Gleichgewicht zu bringen? Oder bist du die Person, die jetzt etwas bekommt, damit das Geben und Nehmen ins Gleichgewicht kommt? Grundsätzlich habe ich das Gefühl, oh okay, für den einen oder anderen kann hier ein Deal gemacht werden. Also vielleicht investierst du in irgendwas oder es kommt hier gefühlt vielleicht zu einem Vertragsabschluss, der zu tun hat mit dem Geben und Nehmen auf irgendeine Art und Weise. Zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, guckst du natürlich, okay, was habe ich zu geben und was bekomme ich dafür wieder? Und das wirklich abzuschätzen und zu sagen, okay, für das Geld, was ich reingebe, habe ich einen ganz guten Deal bekommen. Ich habe das Gefühl, es kommt für den einen oder anderen zu einem unerwarteten Vertragsabschluss oder zu einer Investition oder dass da jemand unerwartet hilft. Oder wie gesagt, es könnte auch anders sein, dass du jetzt jemandem unerwartet helfen kannst, der dich vielleicht eine ganze Zeit lang unterstützt hat. Also definitiv hier Gleichgewicht von Geben und Nehmen spielt eine ganz große Rolle. Das ist das, was du vielleicht aktuell gerade noch nicht kommen siehst. Die Energie, aus der du gerade kommst, hui, okay, alles klar. Oh Mensch, da haben wir das Karussell des Schreckens. Ja, ihr Löwen, was ist denn hier passiert in der Vergangenheit? Wir haben schlaflose Nächte und Kopfzerbrechen zu einem Thema hier. Erwartungsdruck kann das sein, das könnten diese Hätte-Hätte-Fahrradkette-Gedanken sein, die man in der Nacht hat, die einen dann auf Trab halten, wo man dann plötzlich hellwach ist und nicht mehr schlafen kann. Das könnte ja im Prinzip alles Mögliche sein, wo du gewisse Ängste hast, Ängste, Panikattacken, Dinge überdenken, in der Spirale oder dem Karussell gefangen zu sein und sich vielleicht auch zu fragen, hey, was hätte ich denn tun können, hätte ich was anderes tun können in einer Situation oder... Es kommt natürlich darauf an, ob es sich bezieht auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Ne? Aber definitiv Sorgen, schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen bezüglich der Vergangenheit oder der Zukunft einer Situation. Schwierige Energie, aus der du also gerade kommst. Lass uns mal weiterschauen, und zwar, was deine Hauptenergie für den November ist. Da haben wir das Gericht. Und das Gericht ist eine hervorragende Karte, denn die sagt mir, dass du in der Lage bist, etwas loszulassen. Hier geht es darum, dass dein Herz wieder leicht wie eine Feder wird, so wie du es auch hier siehst, dass das ins Gleichgewicht kommt, in die Balance kommt. Also könnte es sein, dass es jetzt für dich um das Thema Vergebung geht. Vergebung dir selbst, Vergebung anderen, damit du wieder in ein energetisches... Ich vergleiche das immer mit so einem Nullpunkt, wobei Nullpunkt hört sich, ist so negativ belastet, aber es fühlt sich an wie, wenn du über eine Situation, über die Vergangenheit nachdenkst, ne, gehen wir mal dahin. Auch hier, witzigerweise, es geht in beide Richtungen gefühlt. Das sind zwei Karten, die in beide Richtungen gehen.
Kopfzerbrechen und Sorgen aufgrund der Vergangenheit oder der Zukunft und hier das Gericht, Vergangenheit loslassen, um in die Zukunft gehen zu können. Und darum geht es jetzt für dich im November, die Vergangenheit loszulassen und damit ins Reine zu kommen, um bereit zu sein, wirklich für dein nächstes Kapitel, damit du die Sorgen der Vergangenheit nicht permanent mitschleppst. Und wie gesagt, vielleicht geht es darum, dir selber oder anderen zu vergeben. Und da ist es ganz wichtig, diesen Nullpunkt quasi zu beachten. Also sprich, wenn du an die Situation aus der Vergangenheit denkst, egal ob du dir selbst oder anderen vergeben musst, dass die Situation dich nicht mehr so stark mitnimmt, dass du das emotional in dir spürst. Und das ist dieser Nullpunkt, diese Neutralität, wenn du sagst, ja, okay, das ist passiert, aber ich bin im Reinen damit, ich bin neutral damit. Und ich habe das Gefühl, dass es für dich im November ganz, ganz wichtig ist, etwas aus der Vergangenheit wirklich, wirklich loszulassen und auch vielleicht gedanklich oder energetisch loszulassen, weil vielleicht ist das, was dich noch an die Vergangenheit fesselt. Ja, diese Energien, die wir noch in uns tragen, was im Prinzip so kleine energetische Haken sind, die uns immer mal wieder zurückziehen und wo man dann denkt, ah, oh, hätte ich doch anders machen können oder hätte die Person nicht oder was auch immer hier quasi das Thema ist. Die schöne Sache ist, dass hier gefühlt etwas in den Ausgleich kommt und vielleicht ist es auch so, dass du hier mehr in das Gleichgewicht, in den Ausgleich kommst, weil du jetzt hier sagen kannst, okay, ich bin jetzt leichter, ich bin jetzt wieder im Reinen mit einer Situation. Und dann ist das Gericht auch die Karte, die natürlich, wie ich gerade schon angedeutet habe, in die Zukunft geht. Sprich, hier geht es darum, finale Entscheidungen zu treffen, die damit zu tun haben, das Alte loszulassen und zu sagen, so, ich folge jetzt dem Ruf meiner Seele und ich gehe jetzt in die Zukunft, ich gehe jetzt in das neue Kapitel. Aber du siehst es hier, ne? Sie ist quasi vor den Toren des Himmels und die sind aktuell noch geschlossen und die sind so lange geschlossen, bis wirklich Herz wieder in den Einklang kommt. Und ich habe das Gefühl, dass Zugriff, das metaphorisch gesehen jetzt natürlich, dass so Zugriff auf das Himmelreich, Zugriff auf das Himmelreich in dir, den Frieden, die Liebe in dir, das wird sich dir eröffnen, sobald dein Herz in den Frieden kommt mit der Situation hier aus der Vergangenheit. Und dann öffnet sich das Portal und du bist in der Lage, wirklich frei zu sein von der Energie, um dann in die Zukunft zu gehen. Schauen wir uns mal an, was ist die größte Herausforderung? Ich habe das Gefühl, das hat hier was, ja, gucke mal, verletze. Da haben wir die Vergangenheit und das hat was, ich wollte gerade sagen, das hat was mit der Vergangenheit zu tun. Und hier haben wir tatsächlich die Karte 9 der Stäbe und das sind die Verletzungen der Vergangenheit, was deine größte Herausforderung ist. Und nun kann es mit dieser Karte darum gehen, dass du sagst, ja, ich möchte hier eigentlich nur heilen, ich möchte ausruhen, ich möchte mich erholen von der Vergangenheit. Und gefühlt ist das aber die Herausforderung hier, was recht Sinn macht, allein mit diesen Karten, ne? In der Vergangenheit diese schlaflosen Nächte und Kopfzerbrechen. Ich habe das Gefühl, das zieht sich zum Teil noch in den November rein, wo du im November die Chance wirklich hast zu sagen, okay, ich muss jetzt daran arbeiten, das wirklich loszulassen. Aber es scheint gleichzeitig deine größte Herausforderung zu sein, diese Verletzungen der Vergangenheit oder die Erfahrungen der Vergangenheit, die hier einfach eine sehr signifikante Rolle spielen, wo es darum geht, jetzt sich zu erholen, wo es darum geht, sich zu heilen. Und gerade mit dieser Karte hier sehen wir das ganz schön, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat. Ne? Dieser verwundete Krieger ist nicht nur in seinem Zelt, was wir daran sehen, dass die kleinen Schüchen dort stehen, sondern hat auch aus der Vergangenheit gelernt und weiß, okay, um zu heilen, um jetzt mir die Zeit zu nehmen, mich zu erholen und zu heilen von der Vergangenheit, muss ich erstmal gesunde Grenzen ziehen oder mich erstmal ein bisschen abgrenzen. Und vielleicht ist das die Herausforderung, dich von der Vergangenheit abzugrenzen oder von einer bestimmten Person oder Sache abzugrenzen. Für die Zukunft würde das bedeuten, für die Zukunft eben gesunde Grenzen zu ziehen. Aber ich habe das Gefühl, dich von etwas wirklich abzugrenzen, damit du die Zeit und den Raum hast zu heilen, das ist hier die größte Herausforderung. Dann gucken wir uns mal den Tipp an. Ah, krass, okay. Ah, da haben wir die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter ist immer eine schwierige Karte. Und auch das, ne, wenn die 5 der Schwerter kommen, dann weiß ich, hier war eine Situation, die war gefühlt ein bisschen aussichtslos oder auswegslos, wo es Konflikte gab, Kämpfe gab, die man nicht überwinden konnte. Es konnten keine Kompromisse gefunden werden. Jemand wollte vielleicht Recht haben um jeden Preis, gewinnen um jeden Preis. Und das ist im Prinzip eine Naturgewalt, wie wir hier sehen, wo man nicht gegen ankommt. Und der Tipp, den ich mit den 5 der Schwertern immer sehe, ist, okay, weißt du was, manchmal ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen und sich einfach nur in Sicherheit zu bringen. Und zu sagen, hey, das tut mir nicht gut, das ist zerstörerisch und jetzt treffe ich Entscheidungen, finale Entscheidungen,
damit ich endlich heilen kann, damit ich mich endlich erholen kann. Und ich muss lernen, mich hier abzugrenzen, auf irgendeine Art und Weise. Ich kann diese Sachen nicht mehr zu nah an mich rankommen lassen. Und ich habe das Gefühl, was auch immer hier passiert ist, diese Kämpfe, Konflikte, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was dir echt schwer zu schaffen macht. Diese schlaflosen Nächte, Kopfzerbrechen aufgrund der Konflikte, aufgrund der Kämpfe, wo man gefühlt auch sich fragt, hey, hätte ich was anderes machen oder sagen können, um diese krassen Konflikte hier zu durchbrechen oder zu übergehen oder dass das nicht stattgefunden hätte. Aber die Sache ist die, wenn der Tornado da ist, dann ist der Tornado da. Ne? Da kannst du dann auch nicht sagen, okay, magischer Spruch und jetzt löst sich der Tornado auf. Also das, da sieht man einfach diese Naturgewalt hier, diese Sache, diese Energie, gegen die man nicht ankommt, die im Prinzip wirklich für das Thema Zerstörung spricht. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, für dich ist es wichtig, dich hier in Sicherheit zu bringen, was auch diese Karte sagt, was deine größte Herausforderung ist in dieser Angelegenheit. Und vielleicht auch diese finalen Entscheidungen treffen. Hey, bin ich damit jetzt im Reinen? Ich muss mich jetzt wirklich hier in Sicherheit bringen und mit der Situation ins Reine kommen. Ich habe aber das Gefühl, irgendwie kommt hier auch Hilfe und Unterstützung. Also irgendwas kommt in den Ausgleich. Lass uns mal weiterschauen. Wie entwickelt sich die Situation? Gucke mal. Ah, da tatsächlich sehr, sehr schön. Also die 10 der Kelche sagt mir, dass du. Ich habe das Gefühl, wenn. Okay, ich habe das Gefühl, hier ist eine Langzeitprognose. Ich habe das Gefühl, dass die 10 der Kelche dir sagt, hey, du wirst hier dein Happy Ending bekommen. Nur nicht in der Art, wie du dir das ursprünglich vorgestellt hast. Und vielleicht nicht in dieser Angelegenheit oder Situation. Weil da ist jetzt schon so viel passiert. Da sind so krasse Verletzungen. Da sind so heftige Energien. Mit dieser Situation hast du nur die Möglichkeit, hier ins Reine und in den Frieden zu kommen, dich zu schützen, dich abzugrenzen, dich zurückzuziehen, dich zu schützen, damit und wisse, dass die 10 der Kelche dein Happy Family Life, deine glückliche Beziehung, dein Erfülltsein, dein Glücklichsein in diesem Bereich deines Lebens, wo auch immer sich das drauf bezieht, das wird kommen. Aber ich habe das Gefühl, es dauert noch ein bisschen. Aber es ist so, wenn du dich jetzt auf dem Weg machst, dann bist du die ersten Schritte schon gegangen für dein Glück. Je länger du dieses hier wie sagt man, verzögerst, je länger du das hier verzögerst, desto länger wirst du in dieser unangenehmen Energie drinstecken und desto länger dauert es, bis hier die 10 der, bis die 10 der Kelche sich präsentieren. Und das ist natürlich das, was wir alle wollen. Das Glücklichsein, das Erfülltsein. Grundsätzlich in jedem Bereich des Lebens. Lass uns mal schauen, welches Kraft hier dich begleitet. Oh wow, das Pferd. Und das Pferd hat die Zahl 46. Vielleicht spielt die 46 für dich eine signifikante Rolle. Alternativ dazu ist die 4 plus 6 gleich 10. Und die 10 im Tarot ist das Schicksalsrad. Und das Schicksalsrad steht hier für einen Wendepunkt. So, außerdem sagt das Pferd, die Freiheit ist dein. Und da wollen wir noch mal reingehen. Also definitiv stehst du hier an einem Wendepunkt, wo es um deine Freiheit geht. Und gefühlt auch darum, muss ich noch mal ganz kurz sagen, gefühlt auch darum, dich frei zu machen von dieser Situation, die dich so belastet. Wenn dir das Pferd als Kraft hier erscheint, sagt es dir, dass du vom Geist der Freiheit und der Lust an der Bewegung beseelt bist. Es ist an der Zeit des Reisens. Es ist eine Zeit des Reisens und des Abenteuers. Ob du dabei eine äußere Reise an einen bestimmten Ort unternimmst oder dich auf das Abenteuer deiner inneren Entscheidungsfreiheit begibst. Der Geist des Pferdes erinnert dich daran, dass du unabhängig von den äußeren Umständen über einen freien Willen verfügst, der dich weit fort an einen besseren Ort, in eine bessere Lebenssituation oder einen besseren Seinszustand zu tragen vermag. Nur du allein bist dazu in der Lage, deinen Willen einzuspannen, um für dich eine andere Richtung zu wählen. Du kannst kraftvolle Entscheidungen treffen, die sich noch lange positiv auf dich auswirken werden. Das Pferd ist bekanntlich ein soziales Wesen und ein Freund des Menschen, der uns willig überall hinträgt. Der Geist des Pferdes ruft dir in Erinnerung, dass dir Hilfe zugänglich ist, wenn immer du sie brauchst, und dass dir Gefährten zur Seite stehen, wohin immer du dich wendest. Und in welche Richtung deine Reise dich auch führt.
Das Leben ist ein Abenteuer und du sollst wissen, dass du, wie immer du dich auch entscheidest, den großen Allgeist unsichtbar in dir hast, der dir den Rücken stärkt und immer an deiner Seite ist. Wenn es bei deiner Frage um Beziehungsdinge geht, lautet die Botschaft, dein Herz frei zu machen. Ding dong, dein Herz frei zu machen, um Liebe in all ihrer Form zu erfahren. Der Allgeist flüstert dir zu, dass du das Geschenk der Freiheit genießen kannst, wenn du bereit bist, deinen Perfektionismus und deinen Starrsinn abzulegen. Mach dich auf den Weg und genieße die Freiheit, dein Kontrollverlangen hinter dir zu lassen. Und die Schutzbotschaft? Hast du das Gefühl, festzustecken? Ist dein Geist angesichts der Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hast, mürbe geworden? Vielleicht sind die Entscheidungen, die du zurzeit triffst, nicht die besten, aber du übersiehst dabei die Lichtung, die vor dir liegt und wo du wieder freien Blick gewinnst. Wofür du dich jetzt auch entscheidest, es kann dir ein ungeahntes Gefühl der Freiheit geben. Also vertraue auf die Führung des Allgeistes. Der Geist des Pferdes sagt dir, dass das Abenteuer dich ruft und du wirst schon bald feststellen, dass du mehr Kraft hast, als du glaubst. Vielleicht kommt deine Frustration und dein Gefühl, in deiner Umzäunung gefangen zu sein, auch daher, dass du dich weigerst, von deinem hohen Ross herunterzusteigen und dich von anderen unterstützen zu lassen. Die Kontrolle und das Sagen zu haben, ist nicht alles. Es gilt jetzt, die Zügel locker zu lassen und mit anderen zusammen eine unbeschwerte Zeit auf der Koppel zu genießen. Ja, da muss ich nochmal sagen, das ist krass, ne? Hier, ja, vielleicht fühlst du dich auch gerade wirklich von deiner Umzäunung gefangen. Das ist was ich mit dieser Karte jetzt nicht gedacht hätte erstmal, aber weil wir natürlich jetzt die Karte des Pferdes hier noch zusätzlich haben, kann das natürlich sein, dass deine größte Herausforderung auch die ist, dass du dich gefühlt gefangen fühlst ein bisschen, ne? Ja, neue Blickweise auf die Karte. In diesem Sinne, ihr Lieben, wollen wir hier nochmal in die Tiefe gehen und wollen einmal zu jeder Karte noch 3 weitere Karten ziehen. Sprich, wir ziehen 18 Zusatzkarten und gehen nochmal in die Tiefe für deine Legung für den November. Falls du also mit dieser Legung hier schon resonierst, dann folge mir noch gerne jetzt in die Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Vimeo, da hast du die Möglichkeit, das Einzelvideo dir anzuschauen und dir gegebenenfalls auch runterzuladen auf dein Gerät, wenn du das möchtest. Und auf Patreon hast du die Möglichkeit der Mitgliedschaft, wo dir alle Erweiterungen immer freigeschaltet werden. In diesem Sinne sage ich mal wieder, danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video in deiner Erweiterung. Also bis gleich. Hallo zurück an das Kollektiv der Löwen. Wir schauen uns jetzt direkt einmal an, was es mit den schlaflosen Nächten und den Kopfzerbrechen auf sich hat und arbeiten uns dann vor in dieser Legung in die Tiefe. Heilung, Geduld. Wow. König der Kelche, Liebesangelegenheit oder deine Wünsche und Ziele in Richtung Glücklichsein und Erfüllung. Oh mein Gott, Partnerschaft. Okay, es geht hier also um eine ganz bestimmte Partnerschaft. Thank you.